Das imposante Gebäude im Stadtteil Lindenmitte mit dem Namen Kleines Haus bildet die Außenstelle des Gymnasiums Helene-Lange-Schule. Aufgrund der Rückumstellung auf das Abitur nach 9 Jahren und der wachsenden Anforderungen an die technische Ausstattung war eine Modernisierung des Gebäudes notwendig. Nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten in Höhe von 10,3 Millionen Euro wurde die IME-Schule im Januar 2023 wieder in den Schulbetrieb aufgenommen. Zu den erneuerten Fach- und Klassenräumen kamen eine neue Mensa und eine Lehrküche mit Koch- und Essbereich hinzu. Zusätzlich wurden die sanitären Anlagen modernisiert und die Flucht- und Rettungswege optimiert. Also ich finde das Gebäude schön, weil es so altmodisch ist, weil ich finde es nicht so schön, wenn so ältere Gebäude sofort wieder so richtig neu renoviert werden. Und hier hat die Helene-Lange-Schule das sehr gut beibehalten, dass es noch so altmodisch ist von außen, aber innen auch noch so ein bisschen neumodisch ist. Die IME-Schule wurde 1910 bis 1913 ursprünglich mit dem Namen Friederikenschule als höhere Mädchenschule erbaut. Errichtet wurde sie nach dem Entwurf des Lindener Stadtbaumeisters Georg Fröhlich. Seitdem hatte das Gebäude eine sehr bewegte Geschichte. Ursprünglich Mädchenschule, dann Volksschule für Jungen und Mädchen in den 30er Jahren, sogenannte Bürgerschule 48 ab 1948 und schließlich erhielt sie 1976 erstmal den Namen IME-Schule, als die Sonderschule in Leonorenstraße einzog. Zuletzt wurde die IME-Schule als gemeinsame Außenstelle von der Helene-Lange-Schule und der IGS Lenden genutzt. Das neueste Kapitel der IME-Schule ist mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten und der Umbenennung in Kleines Haus vervollständigt. In Bezug auf den Denkmalschutz hatten wir die Aufgabe, vor allen Dingen die Flur- und Treppenhäuser in den historischen Zustand zurückzuversetzen. Und das bedeutete für uns, dass wir, da es darum ging, dass wir die Gewölbe wieder sichtbar machen wollten, dass wir keine Leitungsführung in den Fluren haben durften. Vor dem Beginn der Sanierung im Herbst 2020 hatten sich die IGS Linden und die Helene-Lange-Schule das Gebäude geteilt. Die IGS wurde in dem neuen Modulbau auf dem Lindner Berg untergebracht. Während des Umbaus wurden die Schüler des 10. und 11. Jahrgangs der Helene-Lange-Schule in dem Gebäude des Gymnasiums Limmer für 2,5 Jahre untergebracht. Nachdem die Sanierung abgeschlossen wurde, werden nun die Schüler aus den Jahrgängen 5, 6 und 7 hier auf etwa 4000 Quadratmeter unterrichtet. Wir haben die Zeit sehr genossen am Limmer Gymnasium. Das hochmoderne Gebäude hat uns sehr viel Spaß bereitet beim tagtäglichen Lernen in diesen 2,5 Jahren. Die Aussicht war auch sehr schön. War etwas andere Aussicht als am Hauptgebäude in Linden, trotzdem sehr schön. Das anfängliche Platzproblem für die Wiedereinführung von G9 war der ursprüngliche Grund für die Sanierung. Nach den Bauarbeiten stehen der Helene-Lange-Schule jetzt zusätzliche Räume für den naturwissenschaftlichen Unterricht zur Verfügung. Des Weiteren wurden zusätzliche allgemeine Unterrichts- und Differenzierungsräume sowie ein Verwaltungsbereich geschaffen. Wir sind besonders froh, dass nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten uns jetzt endlich diese Außenstelle ganz zur Verfügung steht und freuen uns, dass sie so wunderbar renoviert wurde. Neben dem Einrichten neuer Fachräume wurden alle Sanitärräume saniert, passend zur Geländerfarbe im Treppenhaus gefliest und neue Toiletten eingebaut. In den Treppenhäusern wurden neben den Malarbeiten auch die Treppenbelege erneuert. Die Treppenhäuser hängen ja eben zusammen mit dem Denkmalschutz, dass wir dort eben auch die Auflagen des Denkmalschutzes hatten und dass wir versucht haben, die eben auch wieder in den historischen Zustand zurückzuversetzen. Wir konnten dann zum Schluss auch noch neue Fußbodenbelege dort einbauen. Man kann in den Treppenhäusern jetzt sehr schön sehen, wie es eben sich auch schon vor 100 Jahren dargestellt hat. Um das Gebäude energietechnisch auf den neuesten Stand zu halten, wurde eine klimaschützende Heizzentrale verbaut und zahlreiche Heizkörper ausgetauscht, um für genug Wärme während der kalten Jahreszeiten zu sorgen. Wir haben energetisch am Gebäude nicht viel machen können, eben einfach deswegen, weil es ein historisches Gebäude ist. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die restlichen 80 Fenster, die noch Einscheibenverglasung waren, ausgetauscht. Und dadurch ergeben sich, also das kann man rechnen, was sich dadurch an Ersparnis ergeben hat. Irgendwie habe ich Zahlen gesehen, dass das ungefähr
9000 Kubikmeter CO2 sind, die dadurch im Jahr eingespart werden. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass es nur an den Fenstern gelegen hat. Ansonsten glaube ich, dass das Gebäude eher höchstwahrscheinlich sogar mehr Energie verbraucht, weil wir eben eine viel höhere technische Installationsdichte haben, dadurch, dass wir Lüftungsanlagen hineinbekommen haben. Und auf der anderen Seite konnten wir eben alle Leuchten, die wir haben, austauschen gegen LED-Leuchten, sowohl in den Klassenräumen als auch in den Fluren, als abgehängte Schienensysteme, sodass wir dort natürlich auch eine Ersparnis haben, die man aber schwer, also die ich nicht rechnen kann oder nicht. In dem kompletten Gebäude wurde außerdem die Barrierefreiheit hergestellt. Dies geschieht durch einen neuen Aufzug und einen zusätzlichen Eingang auf dem Schulhof. Ferner findet man nun Behinderten-WCs mit Notrufanlage und einen Pflegeraum für pflegebedürftige Schüler im Gebäude. Zur Verbesserung der Raumgestaltung wurden neue Linoleum-Bodenbelege in warmen Farbtönen verlegt. Zudem haben die allgemeinen Unterrichtsräume und Flure neue Akustikdecken und Beleuchtung bekommen. Durch die verrichteten Malarbeiten wirken die Räume trotz des alten Gebäudes modern. Wir haben ein komplett neues Gebäude. Der Unterricht in den Naturwissenschaften macht jetzt mehr Spaß, weil wir komplett neue Ausstattung haben. Alle Räume sind neu eingerichtet. Jetzt gerade ist der Schulhof fertig geworden. Der ist auch super. Alles macht Spaß. In dem Bereich der heutigen Mensa befand sich ehemals die Hausmeisterwohnung und eine Lehrküche. Heute haben dort 60 Schüler und Schülerinnen Platz zum Mittagessen. Also hier ist sehr viel Platz, da können wir uns alle frei bewegen. Es gibt sehr viele Tische und das Essen ist auch super hier. Und es gibt jeden Tag immer was Neues, auch sehr toll. Und ja. Und wir sind ganz glücklich, dass wir unsere tolle Mensa hier vor Ort haben, haben einen neuen Caterer und die Schülerinnen und Schüler nehmen jetzt zahlreich am Mittagessen teil. Nebst der Mensa wurde zudem eine Lehrküche mit Koch- und Essbereich sowie ein Lager und eine Spülküche eingerichtet. Um die Pausen auch bei Regen angenehm zu gestalten, wurde die alte baufällige Pausenhalle neben dem Schulhof abgerissen und durch einen freundlichen Neubau ersetzt. Die Pausenhalle das war eigentlich eine spannende Sache. Die sollte eigentlich im Zustand bleiben, wie sie war. Und als wir dann am Arbeiten waren, haben wir festgestellt, dass dort alle Hölzer mit Schittlingen befallen waren und hinüber waren, sodass wir die Pausenhalle also komplett einmal neu wieder errichten mussten. Wir haben also das Dach komplett neu, konnten das auf die historischen Stützen, Eichenholzstützen stellen, die Gott sei Dank so dick waren, dass sie den Brandschutz erfüllen, und haben eine relativ leichte Aluminiumfassade davor gesetzt, die die Pausenhalle eben nach außen hin abtrennt, sodass man auch vom Schulhof aus die historischen Säulen jetzt wieder sehen kann. Und so ist die Pausenhalle jetzt wieder die alte, ursprünglich mal offene Remise. Der Schulhof wurde auch modernisiert und bietet jetzt ein Klettergerüst, Tischtennisplatten sowie Sitzgelegenheiten für erholsame Pausen. Schüler und Schülerinnen können sich in den Pausen also ordentlich austoben. Wir haben eine Tischtennisplatte, das ist ziemlich cool, weil wir da dann Tischtennis oder Tischball spielen können. Cool. Der Schulhof ist auch sehr gut geworden, fand ich halt. Die Mensa wurde auch sehr gut gemacht. Ich finde das auch gut gelöst, als noch nicht der Schulhof fertig war, dass man dann die Aktivitäten in der Sporthalle nutzen konnte. Im Außenbereich vor dem Gebäude wurden Entwässerungsleitungen, Elektroleitungen und Fernwärme neu verlegt. Im Zuge der Arbeiten wurde der Außenbereich umfassend erneuert. Hierzu gehören die Instandsetzung des Vorgartens neben dem Haupteingangs mit der Aufbesserung des alten Sandsteinportals sowie die Umgestaltung des Parkplatzes neben dem Gebäude. Stellplätze für Fahrräder sowie ein behindertengerechter Stellplatz wurden hier eingerichtet. Außerdem wurde die Zufahrt für die Feuerwehr von der Kirchstraße an die Badenstädter Straße verlegt, um einen effektiven Weg im Ernstfall zu bieten. Um die Sicherheit des Schulbetriebs weiterhin zu gewährleisten, wurde zusätzlich der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Ja, der Brandschutz wurde eben komplett an die heutigen
Bedingungen angepasst. Das heißt, wir haben die Treppenhäuser komplett geschlossen, sodass sie eine Brandschutzeinheit darstellen durch neue Stahlglaselemente. Und auch in den Fluren wurden Brandabschnitte gebildet, die vorher im Gebäude nicht vorhanden waren. Zusätzlich ist eine Brandmeldeanlage in das Gebäude integriert worden, sodass wir dort auf dem aktuellen Stand sind. Zum Brandschutz gehören allerdings nicht nur bautechnische Veränderungen. Ebenfalls wurde die Brandmeldeanlage auf den Keller ausgeweitet und eine Kommunikationsanlage für das gesamte Gebäude eingerichtet. Dadurch wird die Kommunikation im Gebäude für den Brand- oder Amokfall gewährleistet und Durchsagen und Pausensignale ermöglicht. Neben der vielen sichtbaren baulichen Veränderungen bleiben die Sanierungsmaßen, die der Werthaltung und Verbesserung dienen, nach der Fertigstellung für den Betrachter häufig im Verborgenen. Wie die umfangreiche Verlegung neuer Datenkabel. So konnte das zuvor lückenhafte WLAN mit rund 12 Kilometer Datenkabel vervollständigt werden. Besonders froh sind wir darüber, dass die Landeshauptstadt Hannover unsere Schule großartig auch mit digitalen Lern- und Lehrmitteln ausstattet. So verfügt jeder Klassenraum über eine eigene digitale Tafel mit Nahbereichsbeamer, mit Apple TV und somit kann hier ein moderner und ansprechender Unterricht für die Schülerinnen und Schüler angeboten werden. Insgesamt waren an den zweieinhalbjährigen Sanierungsarbeiten 13 Bau- und Planungsunternehmen und etliche Mitarbeiter der Stadt an der Planung und Umsetzung beteiligt. Durch die Zusammenarbeit konnte die Landeshauptstadt Hannover diese Sanierung durchführen. Also das war ein großes Teamwork hier da muss ich mich auch nochmal bedanken, auf der einen Seite bei allen Mitarbeitern der Landeshauptstadt Hannover, vor allen Dingen Frau Meier, die uns da sehr stark begleitet hat, und bei den Fachingenieuren für Elektrotechnik und für Heizung, Lüftung, Sanitär, die das auch hier alles sehr intensiv begleitet haben. Vielen Dank. Besonders bedanken möchte ich mich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft bei der Landeshauptstadt Hannover, bei den ausführenden Architektinnen und Architekten und insbesondere auch bei den Handwerkerinnen und Handwerkern, die mit viel Liebe zum Detail unsere Außenstelle in den letzten Jahren zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist. Ein wunderbar kernsaniertes Gebäude, unser kleines Haus.